Ich weiß nicht, ob ich alles habe. Das alles? Auch die, alles aus dem Kühlschrank auch? Ja, alles im Kühlschrank ist auch alles raus. Naja, dann. Alexa, Kalito an. Danke. King Flower ist es nicht, ne? Oder doch? Zeig mal. Ja, ja. Ja, ja. Genau. Kannst du mir schon mal geben? Naja, kannst du mir schon mal geben. Und du musst sowieso noch mal die Kamera, weil da hier anstehen. Ja, ich weiß. Hat alles auch ein bald ein Ende. Mit was? Mit uns? Ja. Der Anfang hat ein Ende. Ja, so ist gut, so ist gut. Nur die Wurst hat zwei. Salve Mortale. Salve Mortale. Ist gut, ist gut, ist gut. Lalalalalala. Ist gut, gut, ist gut. Aber wie süß sind wir im Auto, ne, Jay, bei dem Lied. Ja. Bei dem ehen Lied, dann geht es immer so hoch. Und dann hat er ja immer mitgesungen. Hallo Freunde. Hallo meine lieben Fans, ich begrüße euch recht herzlich. Zu einem Food Hall. Samstags Food Hall. Wir waren heute, was heißt wir waren, nee. Erstmal ging es mir letztes Wochenende nicht so gut. Also tatsächlich so ein bisschen die ganze Woche so ein bisschen durchgezogen. Und ja, und dann hatte ich natürlich auch keine Lust einkaufen zu gehen, weil mir es nicht so gut ging. Also haben wir gestern Freitag den 14. bei Picknick bestellt. Zu heute. Zu heute. Ja. Genau, zu heute den 15. Heute Morgen um 8:30 kamen sie auch. Ja. Genau, und dann waren wir Jason, haben wir Jason abgeholt und dann waren wir noch bei Hit kurz und beim Aldi ganz kurz. Und das zeigen wir euch jetzt. Also wir fangen an mit... Ja, ich meine, ich ach nee, Quatsch. Erstmal kommt das Intro. Tum, tum, tum. Die droht euch. Passt auf. Ich habe hier ein Dirigierstab. Das ist ein Stäbchen. Das ist ein Strohhalm, aber macht ja nichts. Also wir fangen an mit Kemt. Gibt es mir erstmal das zu trinken, da die Kaktusfeige? Nee, die Kaktusfeige. Die Kaktusfeige. Die Döse. Die Döse. Die Döse. Ja, die Döse. Die Döse. Ist das eine Kaktusfeige? Ja, steht drauf. Da oben steht's. Ach so, okay. Hast du denn hier, also, hier kriegst du eine Feige. Einmal hier so ein Flyer Power vom Aldi für 35 Cent. Muss ich jetzt leider trinken. Kaktusfeige kann ich euch empfehlen, kann man machen, schmeckt gut und für 35 Cent machst du eh nichts falsch. So. Ja, dann hast du hier noch hier zur Fußball-EM. Ja. Eistee mit Zitronengeschmack. Ja, für Jason. Ah, meinst du, der trinkt das auch? Zum Abendbrot. Trinkt der saure? Nee, ist doch nicht sauer, Schatzi. Na, ist Zitrone. Ein Zitron mit Zitronengeschmack. Ja. Ist ohne Kohlensäure. Ich möchte nicht dein Gesicht sehen. Na, du wusstest jemand, du bist dabei. Ja, dann gehe ich halt raus. Der trinkt Eistee. Ja, ich bin gespannt. Das ist doch nicht, du trinkst. Wenn du den trinkst, dann musst du dich für die Zitrone eh extra anstellen. Ach echt? Noch Düllemung. Und dann hast du die mitgebracht. Ja, die kam bei. Was hast du dich für angestellt? 29 oder 39. Also zweimal Aldi. Zweimal Aldi. Ja, genau. Einmal Pfirsich und einmal Zitrone. Zitrone. Nee, also Pfirsich würde ich ja vielleicht nur eher sagen, aber Zitrone? Ach Mensch, Muggel. Ich bin nicht das hier, der liegt hier. Ja, das dicke Ding. Das dicke Ding. Das dicke Ding liegt da. Ja. Jason?
Willst du mal kommen? Der spielt doch. Willst du mitmachen? Willst du dich hier, guck mal, Oma, die Kamera an. Hier, ganz da. Da. Musst du dich hier reinsetzen? Willst du mal hier rein? Komm her. Hier, Oma steht auf. Ich stehe auf. Kannst du dich mit drin setzen, kurz? Kannst du mal Hallo sagen? Setz dich hier hin. Dahinter. Komm hier, setz dich hier hin. So. Mal rein, richtig ranrücken. Weil Oma muss auch noch hin. Noch so. Weiter ranrücken. So. Sag mal Hallo. Mal Hi. Hi. Die sehen dich, aber die hören dich. Doch, hören sie doch. Die hören dich auch, die ne? Die hören dich auch, ja. Ja. So. Ja. Guck mal hier. Magst du sowas? Magst du sowas trinken? Guck mal, ne? Ein Zitronentee, ne? Musst du zeigen, genau. Jetzt noch ein Zitronentee, den zeigst du auch mal in die Kamera. Den? Jetzt den anderen? Den anderen, den, da kannst du auch zeigen. Den kannst du hinstellen. Den zeigst du auch mal. Den kannst du auch zeigen. Prost. Und einmal den. Prost. Genau, Prost. Ne? Prost. Willst du den probieren? Ja. Sollen wir den mal aufmachen? Den nimmt kein Strom an. Nee, aber ich kann ihm ein Glas bringen. Nee, was? Ja. Willst du Büchse oder Glas? Willst du hier raustrinken? So? Ja, schauen wir mal, ob du das kannst, ne? Ja. Schmeckt? Schmeckt gut, ne? Schmeckt gut oder nicht? Schmeckt es? Ja? Wollen wir weitermachen? Willst du noch was reinzeigen? So, was zeigen wir denn jetzt rein? Gib mal den Quark da, vielleicht hilft ja. Zeig den mal in die Kamera. Warte. Man muss mal umdrehen. So, genau. So. Guck mal, einmal Philadelphia. Nee, ja doch, Philadelphia Milka. Milka. Aufstrich, ne? Ja. Nee, still, und leg hier hin. Kann man hier leg einfach hier hin. So, so. Dann. Kartoffeln? Sind die schwer? Nee, kannst du machen, ne? Ja. Muss mit beiden Händen an der Hand zeigen. Zeig mal mit beiden Händen. So. Guck mal, einmal Kartoffeln. Die ja? haben wir. Bio, die sind von Picknick. Genau. Kannst du hinstellen. So, prima. Noch was? Willst du noch was machen? Mhm. Das sind Nektarinen von Aldi. Nektarinen von Aldi, genau. Mal gucken, ob die schon schmecken, ne? Ja. Ja. Ach, her. So. Stell mal deinen Trinken. Willst du noch einen Schluck trinken? Na siehst du, schmeckt gut, ne? Schmeckt? Ja, ne? So weiter. Willst du noch was zeigen? Da, Oma gibt dir. Guck mal hier. Ja. Schickenspeck, Bauerngut, Schickenspeck geräuchert von Picknick. Zeigst du? Guck mal, ja, prima, ne? Isst du den auch? Isst du sowas auch, Jason? Ja, dann müssen wir mal testen. Leg einfach hier den, genau. Dann so, guck mal da, zeig mal die. Da ist Tartar drin. Muggelfutter. Und Muggelfutter, ne? Okay. Also Muggelfutter und Tartar und Quatsch. Hackepeter. Hackepeter. So, ne? So, dann. Da ist Wurst drin. Halt mal hoch, das Paket. So, prima. Und dann lesen wir mal vor. Was guck mal, wollen wir mal vorlesen? Guck mal hier. Da ist Jasons Wurst drin, ne? Da guckt da die Jason. Blockwurst. Dann ist Salami drin, ne? Dann ist Zwiebelwurst gekocht, hast du Jason ausgesucht. Und Leberwurst, Hausmacher Leberwurst, ne? Ja. Zusammen haben wir bezahlt 7,32 Euro. So, okay. Jetzt nochmal bei. Abgepackte Bauerngut von Picknick, imitierte, nicht limitierte, imitierte Wildschweinpaste. Ja, bitteschön. Kannst du zeigen? Musst aber hochhalten, weil das Muggelchen sitzt davor. Genau, so hochhalten. Genau, prima. Wunderbar. Tomaten von Picknick. Wüstentomaten aus Deutschland. Ursprungsland aus Deutschland.
Zeig mal die Tomaten. Guck mal da vorne hin. Da zeig vorne. Mal da die Tomaten. Zeig mal die Tomaten. Tomaten zeigen. Okay. Ja, prima. Die Tomaten. So. Jason, wenn du keine Lust mehr hast, dann kannst du auch spielen gehen, ne? Willst du hier bleiben oder spielen gehen? Spielen? Na, dann geh spielen. Okay. Sag tschüss. Sag tschüss. Sag tschüss. Tschüss. Prima. Dankeschön für deine Hilfe. Na gut, okay, er hat's getrunken. Ja. So. Quer durch den Garten. Also alle, die sich jetzt vielleicht wundern über meinen Enkel, er ist Autist, ja? Ich möchte keine negativen Kommentare darüber lesen, über meinen Enkel. Der negative Kommentar wird sofort geblockt. So, da ist sie gerade die Karte. Ja, wat, wenn jemand was gegen meinen Enkel, da bin ich weg zur Wildsau. Eine kleine Mini. Naja, eine Bowlingkohle. Mini Wassermelone. Eine Watermelone. Die kam jetzt 3,99. Aber lieber so eine kleine, anstatt so eine große. Und schmeiß die Hälfte weg. Genau, da ist sie. Ja. Dann hast du bei Aldi noch gesehen, bunte Ostereier. Naja. Ostern ist vorbei. Zeig mal richtig rum. Ja, hier. Nee, andersrum. Was denn hier rum? Nach vorne. EM-Eier. Ach, EM-Eier? Nicht EG-Eier, EM-Eier. Aber warum blau? Ja, also normalerweise müssen sie ja schwarz sein. Naja, eben. Ja. Naja, schwarz, rot, gold. Ne? Aber ja. Gut, dann denkst du mal blau, rot, gold. Ja, ja gut, okay. Hm. Ja, also hier nochmal die EM-Eier. Bunte Eier, genau. Na, Muckel, ja, willst du Schmuse mit den Eichen? Dann hat Ille bestellt bei Picknick 1 Liter frische Vollmilch 3,8 für mehr Tierschutz. Und für die Irmi. Und für mich. Haltungsform 3 aus Außenklima. Für mehr Tierschutz. Für mehr Tierschutz, also für mich. Ist logisch. Ist logisch. Ist logisch. Ist logisch. Dann hat Ille sich hier bei Picknick, es ist heute quer durch den Garten, ihr dürft da keine Rücksicht drauf nehmen. Ja. Müsst ihr Rücksicht nehmen. Pomegranate. Wie hast du vorhin ausgebuddelt? Ich hab dir gesagt, wir haben Blumenerde. Du musst da nicht rumkramen. Wer hat jetzt schon mal getrunken Pomegranat von Schweppes? Ich wollte es kosten. Hab aufgemacht, kann man die ganze Suppe entgehen. Ich glaube, das machen die mit Absicht. Die schütteln vorher die Flaschen, stellen hier rein und dann denken, naja, warte mal, ich muss schleppen. Wollte ich vielleicht auch so machen, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man die ganze Suppe ins Gesicht. Die ganze Küche. Unter Wasser. Deswegen die dreckigen Hände. Schmeckt aber sehr gut. Also muss ich mal sagen, schmeckt mir mega lecker. Also hat das Gesicht hat doch ein bisschen was abgezogen. Ja. Und dann ist wirklich alles, der Pferd war voll, unten, oben, der Boden voll, ich alles weggewischt. Dann geht sie in die Küche, hat das denn hier für Schweinerei gemacht? Ich sag, warte, ich hab alles weggemacht, Müll. Komm, da liegt da noch mehr rum, bis hinten fast zum Fenster. Könnt ihr mal sehen, wie ich da, ne? Nur hier. Das kann nicht vom Liegen sein. Die wurde bewusst geschüttelt. Naja, nun, er hat sie ja hochgetragen, da ist sie geschüttelt worden. Mhm. Im Auto ist sie geschüttelt worden. Im Auto ist sie. Nee, aber wir kaufen auch Getränke und die schütteln sich. Die kommen dir nicht entgegen, wenn du die aufmachst. Ich weiß es doch. Ja, Ich weiß es doch nicht. Naja, ich und Aldi. Ist klar. Kein Aldi-Besuch ohne. Aber Heidi! Ohne Heidi. Heidi muss immer mit. Ja. Na, jetzt mal der Kleine ja garantiert bis zum Abendbrot wieder bleibt heute. Und dann können wir schön Abendbrot essen. Heidi, Heida. Und was haben wir vergessen? Was haben wir vergessen? Paprikaschote. Ja, nun. Egal. Man muss nicht immer an alle denken. Manchmal kann man. Man denkt nicht immer an alle. Man kann nicht. Oh, was macht man denn darin? 4 Martini Bianco. Aha, okay. Aber bietet unsere Bar nicht an. Nee. Unsere Bar bietet kein Bianco oder Nein. Martini an oder sonst Nein. irgendwas. Nein. Was ich sehe, ist eine Prinzenrolle, ist ein Jumbo Flips. Und was sehe ich dann noch?
Ach ja, hier die kurzen noch. Sind wir auch, haben wir ja, aber auch noch kurze, genau. Wir haben auch noch kurze, nicht nur lange, wir haben auch kurze. Kurze, genau. Gut, okay, weiter geht's. Bananen von Picknick. Bio. Bio-Bananen. WWF. WWF, ja. WWF. Nicht WMF, sondern WWF. WWF. WWF, ja. Ja, World Wild Foundation. Föderation. Föderation. Irgendwie, ja, irgendwie so. Irgendwie sowas, genau. Ja, dann schwenken wir mal rüber schnell mal nach Hit. Bei Hit gab es wieder Eier vom Gut Schmerwitz. Diesmal ein bisschen quer durch den Garten, die Eier. Die sind die besten. Aber ich kann die essen, ne? Ein etwas helleres, die anderen neigen zu etwas dunklerem. Oha. Also bunt gemischt. Also Ostern ist auch vorbei. Ostern ist vorbei, da sind die Eier. Das ist, so sehen die aus. Die sind wirklich lecker und die kann Ille, Gott sei Dank. Ja, die schmecken mir. Manche kann ich ja nicht essen, weil die so eklig schmecken. Also ja. Mir nur wegen meinem Geschmack drin. Ne? Dann war noch nicht von vornherein klar, dass wir heute nach Hit fahren. Nee, war ja gar nicht klar. Und da hat Ille dann bei Picknick Sonntagsbrötchen. Ja, die schmecken auch. Hier was mal, ja, die kann man auch essen. Kann man auch ja. Essen. Zum Fertigbacken. Ja. In 8 bis 12 Minuten fertig gebacken, knusprige Weizenbrötchen. Ja. Von gut und günstig, sprich Edeka. Will sehr. Genau. So, die sind haltbar, bis sie aufgegessen sind. 18.07. Na, bis dahin. Haben wir sie gegessen. Dann hatten sie bei Hit ID. Hit? Nee, bei ID war das. Das war ganz am Schluss. Ja, kann sein, ja, bei meinem Volltreffer. Dickmanns Volltreffer. Passend zur Europameisterschaft 2024. 20. So, jetzt machen wir den Test, essen wir mal, kosten wir mal. Testesser. Kein Haul ohne Kosten. Kostet fast gar nicht. Guck mal, wie schön das hier aussieht. Und hier drinnen, naja, okay. Oh Gott, die sind aber klein. Da schaffen wir jeder ein. Da kannst du, willst du mir irgendwo nur einen halben geben? Ja. Hier. Aber guck mal, da sind schwarze Punkte drauf. Ja, und Rot und Gold. Also. Ja, schwarz, rot, gold. Das Gold ist halt gelb und ja. Prost. Naja. 5 Volltreffer. 5? Ja. 6. Huch. Ach ja. Gott, nee, da. Voll, ich. Voll, du bist voll Trottel. Ich trottel dich gleich ein. Aber oh, die schmecken mal gut. Das ist so 5. Aber mehr wie ein kannst du nicht essen. So 5 Volltreffer. Die wir ja nur gestern Abend hatten, ne? 5 Volltreffer. Ja. Na, also hatten wir ja 6 Tore. Nein. Wir haben 6 Tore geschossen. Wir haben 6 Tore geschossen. 5:1. 5:1, wir haben 6 Tore geschossen. Bist du sicher? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie oft ich Tor geschrien habe. Moment. Jetzt kommt. Alexa, wie viel hat Deutschland Schottland gespielt? Unentschieden. 5:1 unentschieden getrennt. Also wir haben 6 Tore geschossen. 6 Tore geschossen, ja stimmt. 6 Tore. Weil das erste Tor für die Schotten war ja ein Eigentor. Also haben wir das einzigste Tor. Haben wir 6 Tore geschossen. Ja. Und hier sind 6 Dinger drin. Ah, okay. Hast recht. Naja. Hast ja recht. Die schmecken aber gut, oder? Sag mal selber. Also mir schmecken die sehr gut. Also ich sag mal selber, mir schmecken die nicht. Echt nicht? Was schmecken die daran nicht? Die sind mir zu süß. Ja, das ist klar. Deshalb mehr als einen kann man nicht essen, obwohl dass sie so klein sind. Ne?
Also das schmeckt mir die Originalen besser. Die sind so cremig süß. Hm? Da hat man länger was von. Limitierte Edition. Ich hab's abgekürzt. Limitation. Mir schmecken sie, aber mehr als einen kann man nicht essen. Also da kriegst du einen Zuckerstock. Was machen wir im Rest? Naja, wie... Du tust es so, als wenn wir einen Tag eine Packung auffressen. Naja, aber du hast gerade gesagt, mehr als einen kann man davon nicht essen. Mehr als einen am Tag. Na, das hast du ja nicht gesagt. Du bist doch wieder die Schärfste da. Die Schärfsbraut. Oh. Die sich nicht traut. Draußen in der Küche ist Toastbrot. Golden Toast, Körnerharmonie, so ähnlich von Golden Toast. Beim Angebot bei Picknick, bei Picknick. Und ich will das wegpacken und dann sehe ich da eine kleine Fliege dran, ne? In dem Toastbrot. So. Und dann gucke ich mir das Toastbrot an, wo meine Frau hat mir ja wieder nicht geglaubt, so, dass da eine Fliege drin ist. Erstmal nicht, nein. Nein, sie glaubt mir immer nicht. Und gab jetzt fast noch einen Ehestreit. Ja, was denn, Schatz? Was denn, Schatz? Was denn? Mache dich. Was machst du dicht? Willst du das Telefon nehmen? Dann nimm dir das Telefon. Was hat mir denn die Tüte angeguckt? Da war so ein Loch. Sah ein bisschen angeknabbert aus, das Loch. Um jemand, das kann vielleicht von Transportieren sein. Naja, jedenfalls habe ich mich an Picknick gewendet, habe ich Support, also kannst du da anklicken und was und hier und wo. Der Toastbrot angeklickt, habe ich die Verpackung beschädigt. Dann habe ich das doch mal ein Bild gemacht. Siehst du, da sollst du auch ein Bild machen. Und dann beschrieben, ich sage, Tüte sieht angeknabbert, ist die Tüte ist ein Loch, sieht angeknabbert aus, Fliegen drin. So habe ich mein Geld wieder gekriegt und die Ware kann ich behalten. Wir haben jetzt die Ware komplett auseinandergenommen, haben geguckt, ob da irgendwas drin ist. Die Fliegen sind raus und warum soll es war nur eine. Warum soll man es wegschmeißen? Ne? Aber es soll halt, darf halt nicht sein. Ja. Also im Laden hätte ich das ja auch liegen lassen und hätte mir ein anderes genommen. Ja, natürlich. So. Oh genau. So machen wir das. Also haben wir es gemacht. So haben wir es gemacht, ja. Genau. Mal gucken. Entweder sehen wir irgendwann aus wie Puck die Scheißhausfliege oder nicht. Na, warum denn? Da wollen wir da Fliegen-Eier essen. Aber sie waren eine kleine Obstfliegen, also war jetzt nicht so eine dicken Brummer. Dann hätte ich es überhaupt nicht mehr, dann hätte ich gleich weggeschmissen. War nur so eine kleine Obstfliege. Aber trotzdem darf das nicht sein. Ja, Mutti, hast ja recht. Der Rest ist alles nur noch von Picknick. Genau. Miraculi. Nee, da fehlt ja noch der Nuttenteller. Ach Gott, das habe ich ja noch. Das ist der Nuttenteller. Wir haben da, holen wir jetzt nicht, da gab es ein Glas 3, 705. War Hit. Bei Hit 750 Gramm für 3,33. Oh, genau, deshalb, weil ich das ja nämlich schon schon weggestellt habe. Genau. Also hier Miracoli Basilikum Soße. Die schmeckt ganz gut. Für Nudeln. Ja. Ille hat jetzt die Tage, wir hatten von welcher Firma war das? Von Hana. Die Pesto fertig Tortellinis. Ja? Tortellinis mit Pesto Füllung. Ja, und da hatten wir dann keine Soße dafür. Und dann hat Ille gedacht, aber sie wusste das nicht so ganz genau, dass da nur Pesto drin ist. Nee, habe ich nicht gewusst. Und dann hat sie eine Pesto selber dazu gemacht. Oh, wir hatten ja so einen großen Basilikumbaum, ne? Baum. Hm? Strauch. Ja, Baum, Strauch. Strauch. Basilikumkräuter, ne? So ein Töpfchen, Topf. Ja, Riesentopf. Ja, Riesentopf. Ich habe alles abgemacht und dann habe ich unser gutes Olivenöl genommen. Dann hatte ich ja frischen Parmesankäse. Und meinen eingelegten Knoblauch, den ich ja immer einlege. Und noch ein bisschen Zitrone, mehr nicht. Und dann, und von meinem Salz, was ich selber gemischt habe, auch noch rein. Und das war, Pesto war so lecker. Und das hat so geil mit diesen, Rana heißen die, ne? Ja. Die Tortellinis mit der Pesto-Füllung. Das hat so geil geschmeckt, Leute. Dann war vom Pesto noch was übrig und haben wir dann gestern gemacht. Also vorgestern hat die Pesto gemacht, dann gab es die Tortellinis, gestern haben wir so Pizza geteilt und vorgestern eine Pizza und gestern haben wir den Rest von der Pesto aufgegessen und da haben wir gestern Spaghetti zugemacht. Ey, das war so lecker, das Pesto.
mega geile Pesto. Das war echt mega geil. Ja, und ja. Auch das von Rana hat auch gut geschmeckt. Ja, das hat so gut harmoniert. Mega lecker, wirklich. Also. Wo sie dann mich nachdenklich anschaute und sagte, sind da Nüsse drin? Ich sage, ja, da sind Nüsse drin. Ja, ja. Walnüsse? Nee, den habe ich die Verpackung geholt, das ist ein Pinien. Ja, die hast richtig geschmeckt, ja. Aber in ein gescheites Pesto. Pesto. Ja, da kommt Pinienkerne rein. Da kommt Pinienkerne rein. Also darf man sich nicht wundern, wenn es dann so ein bisschen knackt in den Zähnen. Jason, alles gut? Ja. Gut. Okay. Also, wir sind jetzt bei Picknick endgültig. Ja. Bei Picknick hatten sie die Mann geholt? Ich weiß es nicht, aber... Für Ille zwischendurch, wenn sie dann mal ein Appetitchen hat. Ja. 5 Minuten Macaroni mit Käse. Von Maggi. Genau. Dann auch von Maggi Nudel Cup Chicken Taste. Ja. White, Black and Pepper and Chili. Ja. Scharf. Dann Mama Cup Shrimp to Jam. Ja. Flavor. Ja, die ist ja gerne. Also mit Schralims. Genau. Mit Schralims. Dann hat sie hier nochmal Kartoffelpüree. Ne, Kartoffelbrei. Ist dasselbe. Mit Blattspinat. Mit Blattspinat. Und jetzt kommt, zeig mal die anderen Beeren. Ich hatte nämlich von diesem Cup 2. Einmal Chicken und einmal Ente. So, Ente haben sie nicht mehr gehabt. Haben sie mir aber erst mal hinterher geschrieben, dass Ente nicht liefer war, also haben sie nicht mehr. Und sie schicken mir einen Ersatz und ich kriege mein Geld zurück. Da haben sie mir jetzt die beiden Tüten als Ersatz geschickt. Ein Nudelsnack Duck Taste. Ja. Ein Nudelsnack Curry. Curry. Ja. The Whisk Curry from 11 Spice. Genau. Jedenfalls haben sie mir als Ersatz geschickt und ich habe mein Geld zurückbekommen. Dann noch zu guter Letzt Kimchi. Die ist so lecker. Müssen wir wieder zum Asiaten gehen. Chin Kimchi. Ja. Chin Ramen. Kimchi. Alle Dramen, ja. Wieder Ramen. Katschig, ja, hier. Ramen. Da. Das hättet ihr wohl gerne, wa? Das ist eine Klatsche, werdet ihr nie erleben, dass ich meine Frau schlage. Im Leben nicht. Dann hat sie hier noch gezuckerte Segurschenka Karamell. Das ist nichts für mich, das ist nichts für meine Drinzähne. Nein. Zähne auch nicht. Die kannst du zum Backen nehmen oder fürs Dessert. Das ist die zuckerte Kondensmilch plus lange erhitzt. Du kannst ja auch die Dose nehmen, kochen, im Wasser kochen, ganz lange und dann wird die auch Karamell. Ja. Ja, aber ich wollte, ja, die war jetzt teuer, 2 Euro noch, aber ich wollte es testen und da ich ja nicht schleppen musste. Und Bio-Zitronen. Ja. Bio-Zitronen aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft. Ja, 1,49 kommen die jetzt. Das habe ich zu Ille gesagt, ist eigentlich noch. Ist gut, sonst zahlst du ja schon 70 oder 80 Cent für eine Bio-Zitrone. Für eine Bio-Zitrone, genau. Das ist Putztime, ne? Unbehandelt. Ja. Unbehandelt, Schale zum Verzehr geeignet. Genau. Die kommen aus Italien. Ja, aus Italien, aus unserer Heimat. Pronto. Ja. Ja, du, wir fliegen nochmal nach Italien, das sag ich dir. Ich war schon mal in Italien. Ich auch. Zum Skifahren. Lange ist her. Pio Pio Fondi hieß der Ort. Ja, bei mir sind Opa in den 70ern. Sehr, Kinder, was ich noch reden wollte, weil Ille mich ja aus dem Konzept gebracht hat, auf dem Balkon steht noch hier Roséwein. Wildberry, ja. Getränke. Ja, genau. Mehr haben wir diese Woche mehr haben nicht. Wir nicht. Dann möchte ich jetzt noch etwas sagen. Wir haben noch ein Paket bekommen. Von der lieben Christa. Wollen wir noch mit auspacken? Das packen wir jetzt noch mal mit aus. Genau. Ja, stimmt. Ja. Schon wieder vergessen. Ja, lass mich auf was für Jason bei. Dann kann er dann gleich mal kommen, auspacken.
Ach. Ja, stimmt. War da was für Jason bei? Ja. Ja. Genau. Ja, stimmt. Ach, da habe ich ja schon eins von den Nascht, genau. Ja. Da habe ich schon eins rausgeklaut. Ja. 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 Das ist Alter. Ja. Also dieses Paket kam von der lieben Christa. Ja. Von der lieben Christa aus Niedersachsen. Ja. Die liebe Christa, wir haben schon alles ausgepackt, wir haben schon alles begutachtet. Ich lese mal vor, was die liebe Christa geschrieben hat. Hallo meine Lieblings-Berliner. Im Umschlag sind 5 Euro für die Muckelchen von Hit, also Muckelfutter. Ansonsten kommt ihr, ja klar, denke ich, hoffe, es schmilzt nichts. Also abgeschlossen, Abo abgeschlossen. Viele Grüße, Christa. Von Christa gab es 5 Euro für die Muckelchen. 5 Euro von der für die Muckelchen. Für Schabefleisch. Und Servietten für den Tisch. In Erdbeere. Schön. Schöne Servietten. In Erdbeere. Genau, sehr schön. Dann geht's weiter. Ich guck mal, Jason. Das ist Jason. Jason, guck mal, Oma hat was für dich. Komm mal hier, Schatzi Maus. Er soll selber auspacken. Er soll selber auspacken. Guck mal hier, was wir haben. Was ist denn hier drin? Ein Akku. Ein Auto. Guck mal hier, von der lieben Christa. Soll ich dir das mal auspacken? Und hier ist noch Süßigkeiten, ne? Guck mal hier. Sagst du mal danke? Guck mal, hier musst du mal in die Kamera gucken. Sag mal, komm mal her. Warte mal. Guck mal hier rüber. So. Guck mal da rein und sag mal danke. Okay. Danke. Danke. Gut, Schatzi. Ne? Dann kannst du weiterspielen. So, weiter. Zeichensprache, danke. Ille, nehme ich mal an. Ja, ich habe da schon mal die Nascht von. Sieht so aus. Lachgummis und so ein Kram. Saure Lachgummis. Also alles, was sauer ist. Saure Stars. Bucht mir Vitamin. Halt noch nie gesehen von dem 2. Ja, von dem 2. Noch nie gesehen, dass die auch saure haben. Vegan. Mit Fruchtsaft und Vitamine. Das kannst du nur gesund sein. Oh, und Colorado. 320 Gramm Maxi-Pack, um Gottes Willen. Für jeden was dabei. Lecker. Ja, was für meine Figur. Ach, ich stehe jetzt. Ich stehe ja zu meiner jetzt, Figur. Jetzt schmilzt sie dahin. Feine, edle Zartbitterschokolade mit Knusprigen Butterkaramellstückchen und einem Hauch von Salz. Die ist so lecker. Ich bin nicht der Fan von Bitterschokolade oder Zartbitter oder wie sie auch immer heißen. Aber die schmeckt wirklich gut. Die ist richtig lecker. Man schmeckt das Salz, man schmeckt die Butter und man schmeckt das Karamell. Echt wirklich lecker. Ja. Weiter geht's. Ah ja, genau. Das hast du ja nicht vorgelesen mit der Schokolade, wa? Ach, hast du gar nicht vorgelesen? Doch, ich habe alles vorgelesen. Stand da nicht drin, wenn Irmi ruft nach Schokolade, dann schicke ich. Das war eine Nachricht von ihr. Ach so, okay. Das war zu dem Thema von wegen Abo abgeschlossen. Ach so, die Schokolade, genau. Liebe Christa, ich habe mich schon auch schon einmal bedienen müssen. Hier sind jetzt, es waren ursprünglich 2, 4, 5. Muckelchen. 2, 4. Es waren 10. Ursprünglich 10. Ja. Ich war so süchtig. Und von wegen der Sucht, ich möchte gerne eine Selbsthilfegruppe gründen. Die Nosette-Gruppe. Wer Interesse daran hat, ich würde mich über einen Kommentar liebend gern erfreuen. Weil es ist ja Nosette. Nosette ist ja eine Sucht. Ja? Und jede Sucht muss man ja mit einer Selbsthilfegruppe bekämpfen. Obwohl ich die gar nicht bekämpfen will. Weil die einfach schmeckt. Ja, vielleicht denkt der eine oder andere an mich und schreibt im Kommentar, dass er sich
dieser Selbsthilfegruppe anschließen möchte. Oder sich als Süchtiger outet. Oder sich als Süchtiger outet. Genau. Aber nur Noisette Sucht. Aber nur diese Sucht, keine andere genau. Sucht. Liebe Christa, herzlichen lieben, Dank. Lieben Dank. Die Muckels sagen auch danke, schön. Ne? Ja. Muckel? Die 5 Euro sind noch drin, die kriegen sie dann das nächste Mal. Aber nur, wenn sie lieb sind. Aber nur ansonsten ne? Wird das... Da brauchst du ja nicht die Ohren nach hinten machen und zuhören, ne? Sonst aber ansonsten... Die sind ja immer lieb. Ja. Ne? Ne, Muckelchen, du bist immer lieb, ne? Du bist so ein Liebchen. So ein Lieber. Ach, hatten wir den einen Tag, was haben wir gegessen? Ach, Thunfischpizza. Genau. Thunfischpizza. Und dann sucht Ille auf der Pizza den Thunfisch raus. Und weil er saß hier, Da Vinci, Vivaldi sitzt, nee. Ja, Vivaldi sitzt, saß hier und wollte was haben. Ach nee, der saß hier auf dem Tisch und wollte was haben. Da habe ich ihm so ein bisschen gegeben und dann gibt er immer sein Köpfchen. Und dann so als wie, also er hat sein Köpfchen gegeben und ich habe ihm einen Kuss gegeben. So, nächstes Stück hinlegt, gefressen, sein Köpfchen gegeben, Kuss gegeben. Jedes Mal, wenn er ein Stückchen bekommen hat, hat er sich bedankt mit einem Kuss. Das war so süß, wirklich. Das war herzallerliebst. Ja. Und das kam auch so richtig so. Ja. So. Ja, wirklich. Ja. Ganz süß. Ne, Muckichin? Ja, bist du Mamas Baby? Ja, bist du Mamas Baby, ne? Komm her, komm. Bist du Mamas Baby? Na, komm her. Na, komm. Na, komm. Na komm her. Ja, du bist du Mamas Baby, ne? Du bist Mamas Baby. Ja, mein Schatz, ne? Bist du Mamas Baby? Okay. Ja? Ja, mein Schatz. So hat er gemacht. Ja. Denn, oder wenn man auf dem Tisch sitzt und so weiter und er kommt dann an, setzt sich dann auf den Badewannenrand und dann schmust damit ein, aber immer im Gedanken. Hoffentlich öffnet der Dosenöffner mir eine Dose. Oder lässt mal ein bisschen trocken von meine der Leute, Strecke. Wenn ihr wüsstet, der hat so viel von Kalito. Das ist der Wahnsinn. Da ist echt die Seele übergegangen in ihn, ne? Jo, mein Schatz. Das hat Kalito auch immer gemacht. Der ist so süß. Ich könnte ihn auch fressen. Oh, du bist so ein Süßer. Du bist so ein süßer Spatzi. So ein süßes Muggelchen, ne? Ja, oder Da Vinci. Der liegt jetzt bei mir auf dem Sofa, hätte ich bald gesagt. Der Ratz. Der schläft jetzt. Ja. Ne? Gibt jetzt gleich Muggelfutter, ne? Der schläft das nachts bei mir am Fußende. Schläft bei mir am Kopf. Ja, naja. Auf dem Kopfkissen. Wird dann ab und zu mal wach, guckt dann, was ich mache. Ich merke das dann. Ja. Dann kommt er dann mal ein bisschen näher, dann schnuffelt er bei mir und dann legt er sich wieder in den Ecke und gut ist. Ne? Ja, ich möchte eure Schmusestunde nicht weiter stören. Ja, ihr Lieben, das war's mehr. Ihr wird diesmal nicht zu sehen. Nein. Kurz und schmerzlos. Ne, na kurz nicht, aber schmerzlos. Na? Ja, Spargel gab es keine, nirgendwo haben wir Spargel gesehen. Nein. Erdbeeren ja, aber auf Erdbeeren hatten wir keinen Bock gehabt, ne? Also ja. Nee. Aber Spargel hätte ich schon ganz gerne nochmal gegessen. Aber ja, nun. Ist ja noch nicht zu Ende. Und wenn wir halt nochmal nach Dietersdorf fahren. Ja, genau. Um ganz frischen zu bekommen. Genau. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Einschalten, Abschalten, Wegschalten, Umschalten, Daumen hoch, Daumen runter. Support ist Support. Für eure Kommentare sowieso. Und ja, bleibt gesund, bleibt uns erhalten. Und danke für jetzt erstmal die rege Teilnahme an der Verlosung. Also Beerdigung. Haut rein, ja. Also die Verlosung, wie gesagt, läuft nur eine Woche. Haut rein, ne? Also wirklich tolle Gewinne und haut rein. Aber den Staubsauger gibt es nicht zu gewinnen. Nee, den gibt es natürlich nicht zu gewinnen. Ich meine, ist logisch, ne? Wir haben ja schon 2 verlost. Ja. Vielleicht spendiert Ulternik noch mal was, wissen wir nicht, aber nee. Gut. Liebe Christa, von uns noch mal ein ganz herzliches Dankeschön. Ja, genau. Für ach die so, Nervennahrung und was auch immer. Und dann habe ich doch noch was. Ich möchte
Ich möchte etwas loswerden, bevor du dich dann endgültig verabschiedest. Mhm. Es geht um die Leute, die ihre Angehörigen pflegen. Ich möchte mich bei allen recht herzlich bedanken, die das für ihre Eltern, für ihre Geschwister oder für wen auch immer, Verwandten, diese Arbeit leisten. Dafür möchten wir uns bedanken, dass ihr da seid, sei es der Mensch, der Demenz hat oder Parkinson hat, egal. Einfach mal ein Dankeschön an euch. Dankeschön an euch, ja. Dass ihr da seid, dass ihr euch darum kümmert, dass ihr manches Mal sicherlich auch am Boden zerstört seid und auch trotzdem wieder aufsteht, um da zu sein für die Menschen, die ihr pflegt. Ja, die euch brauchen. Die euch brauchen, ganz genau. Ja, stimmt. Das muss man auch mal erwähnen, ne? Genau. Deswegen, weil wir haben ja einige Abonnenten unter uns, die ihre Angehörigen pflegen, ne? Also, deswegen, also. Das ist nochmal, das wollte ich eigentlich nochmal loswerden. Und ein Dankeschön an euch, dass ihr das macht. Ja. Und nicht einfach die Leute abschiebt, eure Familie abschiebt. Genau, super. Genau, das wollten wir, bestimmt, das wollten wir nochmal loswerden. Ne? Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bleibt uns erhalten und was sagen wir? Immer wieder gerne. Tschüss. Tschüss, ja. Du räumst weg, Schatz, und ich kümmere mich ums Enkelkind. Ja, ja. Der ist so ruhig da hinten. Aber der liegt ein bisschen auf dem Boden und sein Ventilator. Ja, oder das. Schauen wir mal einfach, ne? Genau. Guck ich mir gleich mal an. Und tschüss. Tschüss.